Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir heute am Sonntagmorgen zu unserem 350-jährigen Jubiläumsfest hier am Ehrenmal erneut ohne ein echtes Brüderfest und wieder nur mit einer kleinen Schützenabordnung vor einer laufenden Kamera stehen. Im Hinblick auf das Corona-Geschehen in der ersten Jahreshälfte und der Verantwortung, welche wir uns als Schützen für das Gemeinwohl unserer Gesellschaft auferlegen, sahen wir es als unabdingbar, auch wenn es unser lang herbeigesehntes Jubiläumsfest gewesen wäre, dieses abzusagen. Die Pandemie hat uns aufgezeigt, wie verletzbar unsere Gesellschaft und die darin verankerten Freiheiten und Lebensweisen sein können. Viele von uns stellen sich mehr und mehr Sinnfragen, haben Zukunftsängste und an der einen oder anderen Stelle taucht auch schon mal häufiger die Frage nach der Zukunft des geselligen Miteinanders und somit auch nach der Zukunft des Schützenwesens auf. Keiner von uns hat auf derartig schwierige Fragen eine direkte Antwort. Aber ein Blick in die Vergangenheit und auf Erfahrungen, die die Menschen vor uns gemacht haben, kann dabei helfen, die Situation besser einzuschätzen. Und was liegt da in einem Jubiläumsjahr mit 350 Jahren Geschichte unserer Bruderschaft näher, als auf diese fast unvorstellbar lange Zeit von mehr als 15 Generationen zurückzuschauen? Wir schauen dabei auf die großen Katastrophen wie Seuchen, Pandemien und Kriege. Anfang des 18. Jahrhunderts starben in Nord- und Osteuropa ca. 1 Million Menschen an einer großen Pest. Hierbei ist zu erwähnen, dass zu jener Zeit die Weltbevölkerung noch deutlich unter 1 Milliarde Menschen lag. Ca. 100 Jahre später, Anfang des 19. Jahrhunderts, erlagen in Deutschland ca. 30.000 Menschen dem Fleckfieber. Zum Ende des 19. Jahrhunderts fielen ca. 1 Million Menschen einer russischen Pferdeinfluenza zum Opfer. Im gleichen Zeitraum, andauernd bis zum Ersten Weltkrieg, starben weltweit ca. 12 Millionen Menschen an der Beulenpest. Zu diesem Zeitpunkt lag die Weltbevölkerung immer noch nur bei ca. 2 Milliarden Menschen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs brach dann die heute bekanntere spanische Grippe aus. Dieser Seuche fielen weltweit zwischen 27 und 50 Millionen Menschen zum Opfer. Seit den 50er Jahren bis in die heutige Zeit brachen weltweit immer wieder Virusgrippen und Cholera-Seuchen mit Sterbefällen im Millionenbereich aus. In den 80ern trat dann erstmalig AIDS auf. Dieser Immunerkrankung erlagen bis heute weltweit ca. 36 Millionen Menschen. Anfang 2002 brach in Asien dann zum ersten Mal eine Viruserkrankung namens Covid-1 aus. Und nun, seit Anfang des letzten Jahres, hat die Covid-19-Pandemie mit mittlerweile weltweit fast 4 Millionen Toten die Welt lahmgelegt. Zusammengefasst starben somit seit der Gründung unserer Bruderschaft in den letzten 350 Jahren fast 100 Millionen Menschen an großen weltweiten Seuchen und Pandemien. Und neben all diesen schicksalsverbundenen Ereignissen mit Millionen von Opfern ist der Rückblick auf 350 Jahre zusätzlich leider noch geprägt von vielen weiteren Millionen Opfern aus Krieg und Gewalt. Beginnend mit dem Niederländisch-Französischen Krieg, welcher nur ein Jahr nach der Gründung unserer Bruderschaft im Jahr 1672 begann, wurden in den letzten 350 Jahren in Wikipedia sage und schreibe 340 Kriege aufgeführt. Die Angaben der Opferzahlen in der Historie sind nur schwer zu recherchieren. Jedoch alleine im vergangenen Jahrhundert wurden weltweit 54 größere Kriege mit weit über 100 Millionen Opfern aus diesen fürchterlichen Gräueltaten erfasst. Und leider noch bis heute verlieren Menschen durch Kriegshandlungen ihr Leben. Vermutlich jetzt in diesem Moment kämpfen und morden Menschen und Soldaten in Mali, in Somalia oder in Afghanistan. Ich möchte mit diesen Auflistungen keineswegs Vergleiche vornehmen oder die aktuelle Pandemie relativieren oder gar kleinreden. Jedes Opfer in der Geschichte und auch jeder Verstorbene aus der Pandemie der letzten 17 Monate ist zu viel und hinterlässt in uns Trauer und Schmerz. Vielmehr möchte ich mit diesem Rückblick Erinnerungen hervorrufen, die deutlich machen, was 350 Jahre Bruderschaft bedeuten. Und was unsere Bruderschaft in dieser langen Zeit allein durch Kriege, Pandemien und Katastrophen alles durchleben musste. Häufig denkt man sich bei der geschichtlichen Betrachtung ja, ach, das ist doch schon lange her oder das ist ja weit weg. Wenn man jedoch auf dem hier vor mir aufgestellten Mahnmal Namen von Opfern aus den beiden Weltkriegen, wie zum Beispiel Baust, Becker, Engels, Esser, Hebbering, Krotz, Koch, Lamberts, Landen, Lupp, Moll, Müller, Nix, Ollix, Rodrigo, Reipen, Schiffer, Schläger, Schmitz, Schumacher, Stassen, Stärken, Stöcker, Steinhäuser oder Winters liest,
dann kann man davon ausgehen, dass auch unsere Bruderschaft im Laufe der Zeit immer wieder viel Leid miterleben musste. Und ich bin mir sicher, auch unsere Vorfahren werden sich in der langen Geschichte die Frage nach der Zukunft des Schützenwesens mehrfach gestellt haben. Ich finde, diese Frage können wir heute mit der Erreichung unseres Jubiläums, welchem wir im Wesentlichen des Einsatzes und der Treue unserer Mitglieder zu verdanken haben, positiv beantworten. Hierbei haben sicherlich die Werte unserer Bruderschaft um Glaube, Sitte und Heimat nicht nur gedient, und diese Werte werden uns auch jetzt dabei helfen, die aktuelle Zeit erfolgreich durchzustehen. Wir sollten es vielleicht sogar als Chance für uns als Schützen sehen. Ein schönes Bild wäre es doch, wenn wir es als Schützengemeinschaft, ob innerhalb unserer Bruderschaft oder auch darüber hinaus, schaffen würden, einen noch stärkeren Zusammenhalt zu erleben und damit unsere Bruderschaft auch für die nächsten 350 Jahre erfolgreich aufzustellen und weiterzuentwickeln. Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste, wir gedenken heute Morgen aller Opfer aus Seuchen, Pandemien, Naturkatastrophen und aller kriegerischen Gewalttaten. Symbolisch und somit als Mahnmal steht dieser Ort hier für unsere Soldaten, die in den beiden Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, an eine andere Religion glaubten, in ihrer sexuellen Ausrichtung als unnormal bewertet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder einer Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken in freundschaftlicher Verbundenheit auch den Mitgliedern unserer Bruderschaft, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind oder aus gesundheitlichen Gründen aktuell stark eingeschränkt sind. Um derer zu gedenken, bitte ich nun unseren Präses Manni hier ans Mikrofon. Ja, wenn ihr nochmal den Friedhof hier besucht und mal wirklich Halt macht an dem Denkmal und all die Namen seht, dann muss einem jedem bewusst sein, dass jeder einzelne Name ein Name zu viel ist. Unsere Angehörigen aus dem Schützenwesen, die von uns gegangen sind, deren wir heute auch noch mal extra gedenken. Aber auch all die, die in den letzten 350 Jahren von uns gegangen sind, sind unsere Schützen. Und deren gedenken wir heute auch. Aber besonders denken wir heute auch und erwähnen namentlich dich, Harry, de Swart, Pater de Swart, der du hier viele, viele Jahre Präses warst. Ehrenpräses warst und etwas noch erleben durftest, was wir schon nicht mehr erleben werden, nämlich wenn mal kein König da ist, doch König zu stellen. Das waren Zeiten, war Harry. Im Februar, am 6. Februar, bist du heimgegangen zu dem, der für uns das ewige Leben bedeutet, wofür wir überhaupt diese Liebe leben. Harry, ich danke dir, dass ich dich erleben durfte und dass du wirklich nicht nur von Amts wegen Präses hier warst, sondern mit dem Herzen Präses warst. Wir wollen aber auch denken an dich, Barbara Pfeiffer. Du verstarbst am 3. März diesen Jahres. Passives Bruderschaftsmitglied. Auch ihr seid wichtig. Du hast auch das weiter tradiert, was dein verstorbener Mann sozusagen wichtig war, was ihm wichtig war, was sein Herzblut war. Denn er war ja auch Brudermeister von 82 bis 90. Und du hast nicht gesagt, danach ist Ende. Und das nehmt ihr mit. Das nehmt ihr mit in des Vaters Reich. Und so möchte ich jetzt auch, bevor ich mit euch bete für die Gefallenen, für all unsere Verstorbenen, noch einmal in alle vier Himmelsrichtungen segnen, weil da auch noch viele Verstorbene aus den Kriegen liegen, wo keiner weiß, wo sie gelegt worden sind. Und all die, die auf anderen Friedhöfen ruhen und unserer Bruderschaft angehört haben. Herr Bürgermeister, das ist Wasser, Maiwasser.
Heiland, dass wir mal erleben dürfen, dass der Bürgermeister von Grevenbroich mein Messdiener ist. Dafür danke ich dir auch. Aber bei allem bleiben wir auch oder kehren wir zurück zu der ernsten Sache und zu der freudigen Sache, dass wir wissen, ihr kriegt uns hier. Und für euch, aber auch für uns und die, die zu Hause sind, beten wir das Gebet, das Jesus Christus uns erlaubt hat, dass wir den Schöpfer allen Seins Vater nennen dürfen. Wir dürfen ihm vertrauen. So beten wir zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns auch die Mutter Gottes grüßen, denn sie ist die, die ganz Mensch war und Gott vertraut hat mit Sachen, die sie nicht verstanden hat. Und wir verstehen ewig Leben auch nicht, aber deswegen wollen wir sie grüßen und als Vorbild nehmen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr gebe euch Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihn. Der Herr lasse euch leben und ruhen in Frieden. Amen. Geben an dich, Jürgen. Nein, ist schon gut. Dankeschön. Als äußeres Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit für all unsere verstorbenen Bruderschaftsmitglieder und Pfarrangehörigen wird unser Oberst nun gemeinsam mit unserem Schützenkönig den Kranz niederlegen. Liebe Schützen, liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste.
Wie eingangs schon mehrfach erwähnt, feiern wir in diesem Jahr unser 350-jähriges Jubiläum unserer Bruderschaft Gindorf. Im letzten Jahr hatte ich hier an dieser Stelle schon einmal einen Ausblick auf das Folgejahr gegeben und möchte dieses nun gerne unter den angepassten Bedingungen erneut tun. In Abstimmung mit euch haben wir alle geplanten größeren Jubiläumsaktivitäten in das Jahr 2022 verschoben. Aufgrund der Pandemieentwicklung in den letzten Wochen sind wir aber mittlerweile voller Zuversicht, diese Planungen dann auch endlich in die Realität umsetzen zu dürfen. Unser Jubiläumspatronatsfest feiern wir nun am 15. Januar des kommenden Jahres. Der Bundesköniginnentag findet am 21. und 22. Mai statt. Am 24. Juni folgt dann unser Jubiläumsschützenbiwak und gekrönt wird dann unser 350-jähriges Jubiläum mit dem Jubiläumsbrüherfest am Wochenende vom 8. bis 11. Juli 2022. Und auch weiterhin gilt unser Motto des Vorjahres: Wir starten durch, aber nun ins Jahr 2022, um dann die Jahre 2020 und 2021 nachzuholen. Alle Planungen stehen. Unser Schützenkönigspaar Thomas und Jenny wartet gemeinsam mit uns im Startblock darauf, dass wir die Einschränkungen durch die Pandemie hinter uns lassen und dann hoffentlich alle durch eine Impfung geschützt wieder miteinander und füreinander leben und feiern können. Wir, und damit spreche ich gerne auch für unser Königspaar und alle Vorstandskollegen, freuen uns von Herzen gemeinsam mit euch auf das Jahr 2022. Glück auf, bleibt gesund und bis bald, eure Bruderschaft Gindorf.